Und wieder willkommen zurück hier zu Star Wars Battlefront 2 mit mir, dem Punkt. Heute auf einem Asteroiden, und zwar Polis Massar, die Geburt der Rebellion. Die Pläne des Todessterns wurden bis zu einer geheimen Rebelleneinrichtung in einem Asteroidenfeld verfolgt. Angreifen, zerstört sie, vernichtet sie mit aller Macht. Ja, diese Basis ist das. Da kann man auch so ein bisschen außerhalb der Basis rumlaufen. Schon ziemlich cool gemacht. Allerdings geht das nur im Fahrzeug, weil da draußen ist ja keine Atmosphäre und da würde man dann sterben. Als Polis Massa überfallen wurde, hatten die Männer der 501. genug von dieser angeblichen Rebellion. In der Vergangenheit hatten wir heimlich Spaß daran gehabt, ein oder zwei Aufstände vor Ort niederzuschlagen. Die Truppen blieben dadurch im Training und das Imperium wachsam. Der Überfall auf Polis Massa war ein perfektes Beispiel für den beginnenden Zerfall. Eigentlich sollten wir hineingehen, eine kleine Bande Rebellen auslöschen und ein paar gestohlene imperiale Pläne auf einer verschlüsselten Holodisk zurückholen. Ehe wir wussten, was geschah, wurden wir von den Rebellen beinahe überrannt. Und die Holodisk war nirgends zu finden. Ein Hinterhalt? Hatte da der imperiale Geheimdienst etwa einen Fehler gemacht? So, wir gehen wieder als imperialer Techniker rein, weil es ist wieder perfekt hier, enge also Gänge. Also gut, Männer. Lord Vader will, dass wir alles genau befolgen. Unser erstes Ziel ist die Kommunikationszentrale hinter dem Hangar. Ja, okay. Wird zerstört natürlich. Ach du, wir sollen es noch einnehmen. Oh, okay. Scharfschütze? Wer schießt? Warum schießt er das Schild ab? Das Schild kann doch nichts für seinen Fehler. Oh ja, ich habe mich ja gerade selbst in die Luft gejagt. Tut mir leid. Wenigstens habe ich noch drei Leute mitgenommen. Ja, da wäre vielleicht doch wieder der Stormtrooper am besten. Was tust du da? Lauf gefälligst. KI. Tss. Unmöglich. Ich brauche echt Granaten eigentlich für diese. Für diesen engen Raum da vorne. Stattdessen benutze ich lieber ein paar Sprengpakete. Guck mal, da ist ein Wookie. Bams. Ins Gesicht. Ist das ein Pilot sein oder was ist das? Allianz Vorhut. Ah ne, das muss Raketenwerfer ist das, glaube ich. Ne, Raketenwerfer sah auch wieder anders aus. Ich kann die einzelnen Einheiten kann ich schon gar nicht mehr auseinanderhalten. Zack. Ha, ich stelle mich hier freiwillig für Scharfschützen hin und keiner schießt mich ab. Ausgezeichnet. Gute Arbeit, Soldaten. Jetzt müssen wir uns auf den Weg zum Basiskommandogebäude an der anderen Seite der Einrichtung machen. Wenn unsere Informationen stimmen, finden wir unterwegs eine Rebellen-Holodisk mit einigen sehr wichtigen Plänen. Leute, folgt mir in den Kampf. Easy peasy, sage ich da nur. Hallo, stirb. Danke. Was drei Schüsse aus nächster Nähe. Ja, stirb. Eine Schrotflinte voll. Scharfschütze! Zick. Das sind Frauen. Ich schieße nur Frauen. Das geht doch gar nicht. Das kann ich doch nicht tun. Aber es sind Rebellen. Und Wookies. Oh Mann. Wo bist du denn her? Banta-Spion war das, glaube ich, Mann. Zack, meine Datendisk. Schnell weg hier! Die habe ich noch mitgenommen. Das Spiel besteht wirklich nur aus Weglaufen. Sammel dies ein, laufe weg. Sammel das auf, laufe weg. Laufe. Wo muss ich hin? Ich verlaufe mich hier. Durch das ganze Weglaufen verlaufe ich mich. Nicht irgendwann mal. Also, ich muss auch sagen, ich finde es gerade nicht so als eine Niederlage. Ne? Wir sind noch ganz gut in der Überzahl. Und wir erfüllen unsere Missionsobjekte. Also, irgendwie ist das keine Niederlage für mich. Es wird dauern, die Kommschüssel einzustellen und die Daten von der Holodisk zu übertragen. Wehren Sie die Rebellen bis zum Ende der Übertragung ab. Lassen Sie nicht zu, dass die Einrichtung dem Feind in die Hände fällt. Upsala. Entschuldigung da vorne. Das wollte ich nicht, dunkle Truppe. Das war absolut ein Fehler. Ja, also ganz klar ist ausgesehen. So, hier ist nichts, da ist nichts. Ach, das war schon der Ansturm. Easy peasy. Viel zu einfach das Spiel. Viel zu einfach. Ich weiß nicht, warum ich damals solche Probleme habe. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Aber egal. Na, wo seid ihr? Wir leuchten.
Also die paar Leute, die wir da vorne haben, die sollten doch wirklich mit einem einzelnen Rebellen fertig werden. Eigentlich. Sie schaffen es aber nicht. Prallt ja diese Aschewaffe, diese Verascher. Die röstet die Leute am eigenen Leib und dann werden sie einfach so zu Asche. Tot. Alles muss man ja selber machen. Das ist ja unglaublich, ist das. Ach, danke für das Leben. Eine Minute müssen wir noch verteidigen. So, bei PlayStation 2 war das wesentlich schwerer. Muss echt sein. Vor allem war die Steuerung auch wesentlich schwerer, wenn man mit Controller einen Shooter gespielt hat. Und ich finde, ein Shooter mit Controller spielen geht überhaupt nicht bei mir. Bin ich kein Fan von. Ich habe zwar nichts gegen Controller-Steuerung, aber Shooter spielt man immer noch mit Maus und Tastatur. Na gut, es ist... Ich war das nicht! Ich würde sowas nicht tun! Third-Person-Shooter gehen schon eher mit Dings, aber irgendwie... Nee. Spiel ich es wesentlich lieber mit Maus und Tastatur. Es geht viel schöner. Und man hat nicht dieses hässliche Auto-Aim drin. Das extrem nervig ist in den meisten Spielen. Für dich zumindest. Ich glaube, wir haben gewonnen. Kein einziger... Ich stehe hier auf dem Präsentierteller. Und keiner schießt mich ab. Es ist ja... Tja, unmöglich ist das von denen. Kommt noch was? In den Höhlen dieses Komplexes haben die Rebellen eine Datenbank mit imperialen Verschlüsselungscodes, mit denen sie unsere Schiff-Schiff-Kommunikation abhören. Nein! Begeben Sie sich in die Höhlen und zerstören Sie die Datenbank. Machen wir natürlich, Sir. Sir, jawohl, Sir. Ja, ja, ja. Und Hackenschlag. Bla, bla, oh. Nein, 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 nein. Keine Granate bringt mich jetzt unten, ja. Imperiumstruppen. Und irgendwie sind hier gar keine Fahrzeuge unterwegs. Normalerweise stehen hier in diesen Hangaren rechts, wo die Energiefelder nach draußen sind, immer so ein paar Schiffe rum. Eigentlich. Oh, nimm dies und das und schon wieder ganz. Oh, wo kommst du denn her? Die ganze Zeit diesen Schadensbuff um mich herum. Ich brauche Leben. Leben brauche ich. Nein, hat mir das Leben geklaut. Nein, hat mir das Leben geklaut. Das klingt doch ein bisschen komisch. Können wir mal ein bisschen in Ego-Perspektive spielen, um die coolen Waffen zu sehen. Ich habe auch nie verstanden, warum hier alle Leute irgendwie so komisch blau leuchten oder grün leuchten. Wo sind meine ganzen Truppen? Ich darf ja alleine gegen die gesamte Rebellenstreitmacht kämpfen, ey. Gleich stehen bestimmt noch mehr Rebellen hinter mir oder ich habe keine Mini mehr. Eins von beiden wird bestimmt passieren. Ach, und ich laufe einfach an ihnen vorbei. Munition. Ja, Munition. Die haben sie sich ja echt nicht richtig gemütlich gemacht eigentlich, wenn man sich das mal so anguckt. Friss die Granate. Oh Gott, immer mehr Truppen. Oh Gott, da kommen immer mehr. Wie soll ich denn hier durchkommen, wenn hier 10.000 Truppen kommen? Ich laufe einfach wieder durch. Oh Gott. Sind das viele? Oh mein Gott! Oh Gott! Nein, nicht schießen! Böser Wookie! Ganz böse! Oh, verdammt! Wie viele Leute habe ich denn gerade erledigt? Und wo bleiben meine Truppen bitte? Habe ich überhaupt noch Truppen? Das Gefühl, ich kämpfe hier gerade ganz alleine. Jetzt habe ich mich wieder durch alle durchschlängeln. Ich muss das Ding da unten, glaube ich, zerstören, ne? Wenn ich das zerstören muss, warum habe ich dann eben gerade nicht drauf geschossen? Ich hätte es vielleicht geschafft. Ich habe meine 4 Granaten drauf geworfen. So, geht's wieder hier lang. Ach, guck mal, da ist auch noch ein freundliches Gesicht. Warum kommt er denn mal mir nicht mit? Warum hilft er mir nicht? Böse Truppen. Ganz, ganz böse. Die machen das so mit Absicht. Keine Rebellen? Ach so, ja, ich darf die ganze Scheißarbeit machen und ihr rückt dann ja einfach ganz easy peasy nach. Das ist so typisch. Typisch fürs Imperium. Und die haben natürlich keinen so krassen Widerstand wie ich eben gerade. Ist ja schuld, wenn der gerade das Ding dabei benutzt. Da, Granatenregen. Verdammt, die Granate ging voll daneben. Ich habe keine Granaten mehr. Aber ich schaffe das auch so. Sie treffen mich nicht mehr, wenn ich direkt vor ihnen stehe, einen halben Meter. Eine schlechte Nachricht. Die gute, es wird Zeit, diesen langweiligen Felsen zu verlassen. Die schlechte, die Rebellen haben die Hangars eingenommen. Sie müssen sich freikämpfen. Na, das schaffen wir. Das sollten wir schaffen. Ich meine, immerhin haben wir jetzt hier ein Fahrzeug, wo wir mal schnell hinter ihre Linien fahren können.
Das haben sie vorher wahrscheinlich nicht bedacht. What? Okay, die erledige ich alle mit dem Fahrzeug hier. Weil es sind doch ein paar viele. Ihr habt doch keine Chance. Gebt einfach auf. Lasst uns einfach nicht abhauen. Vor allem die ganzen Wookies, ey. Ja. Das Tabby. Die Wookies halten richtig viel aus. Das sind richtige Tanks. Diese Pelzknäule. Nein, nein, du willst mich nicht abschießen. Nein, ich weiß auch, dass du das niemals tun würdest. Wollen, tuten, tun und so. Ich darf den Bacta-Spender darf ich nicht in die Luft jagen. Brauche ich. Um diesen Punkt hier einzunehmen, natürlich. So viele Gegners. Ihr habt keine Chance. Ich sterbe echt nicht, ne? Bin ich überhaupt schon... Nein, ich bin einmal gestorben bis jetzt. Das weiß ich. Und hier sind auch die Pistolen nicht mehr so stark, ey, wie im ersten Teil. Ja, Verstärkung kommt. Oder war das gerade Friendly Fire? Ich glaube, das war eben gerade eher... Oh Gott! Sind das hier viele? Was soll man denn da noch tun? Ach, du meine Güte. Dunkle Truppen nicht, nein. Wir buffen uns jetzt selbst hoch. Wir benutzen einen Granatwerfer. Mit dem Granatwerfer räumen wir diese Plattform nach vorne einfach auf. Lauf nach vorne, du feige Sau. Oder du stirbst jetzt hier genau wie dieser Rebellentyp, den ich nicht treffe. Das sind einfach zu viele. Das ist kein Problem vorzustoßen. Aber es sind einfach zu viele Soldaten. So, der ist weg. Ich hab mich getroffen, verdammt. Nachladen. Nachladen ist tödlich. Ne, mit der... Ich will mein MG wieder haben. Mit der MG könnte ich richtig schön durchbratzen. Oder wir nehmen Schrotflinte. Versuchen wir es mal mit der Schrotflinte. Muss ich denn lang gehen, um da hinzukommen? Und mit C4 natürlich. Mit C4 können wir uns den Weg richtig schön freispringen. Und da ruckelt der Sound wieder. Soundbugs. Yay! Zirk, zirk. Ist, das war ein Volltreffer, war das. Guck mal, jetzt sind auf einmal, jetzt ist eben noch ein einzelner Wookie und eben gerade, wo ich hier war, ist alles voll gespawnt mit Gegnern. War richtig voll. So richtig extrem voll. Und jetzt, guckt euch das mal an. Botanisch habe ich schon. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Und dann, das kommt auch, trau dich doch zu mir. Ich spreng dich bestimmt nicht in die Luft. Nein. Unser Überfall ist ein Erfolg. Auch wenn die Holodisk nicht die Pläne enthielt, die wir gesucht haben, wird sie uns zu jemandem führen, der sie hat. Yeah! Temtem! Temtem! Wieder ein Victory! Für das Imperium! Obwohl der Überfall auf Polis Massa nur teilweise erfolgreich war, hatten wir endlich einen Hinweis auf die Pläne des Todessterns. Die 501. war äußerst zufrieden. Ein Raumschiff der Tantal-Klasse? Oder wie hieß diese Raumschiffart? Die schnappen wir uns jetzt auf jeden Fall noch. Das schaffen wir heute noch in den 7 Minuten. Das wird ein echt... Das wird ein cooles Level. Also ich fand es zumindest cool. Tanti 4, Beschaffung der Pläne. Lord Vader spürt, dass die Pläne sich an Bord eines Konsularschiffs auf dem Weg nach Tatooine befinden. Wer kennt die Szene? Wir dürfen endlich doch mal in diesem Schiff kämpfen. Wie man auch sonst aus dieser Sequenz aus dem Film kennt. Wir dürfen den Überfall auf dieses Schiff spielen. Ist das nicht awesome? Ist das nicht krass? Also ich finde das Hammer, was sie hier in die Kampagne alles eingeführt haben. Tentive. Aus den Informationen von Polis Massa schloss Vader, dass die gestohlenen Pläne bei Prinzessin Leia Organa von Alderaan waren. Das überraschte uns nicht. Trotz des Geredes, es sei ein friedlicher Planet, blickte Alderaan seit Jahren auf das Imperium herab. Nach einer kurzen, sinnlosen Schlacht enterten wir das Schiff, die Tente 4 über Tatooine, begannen mit der Suche nach den Plänen und warteten auf die Ankunft Lord Vaders. Lord Vader hat die imperialen Ein Volus, Lord Vader ist ein Volus. Holen Sie die Pläne und bringen Sie die Botschafterin zu Lord Vader. Lebend. Ich glaube, wir sollten doch lieber irgendwas mit Thermaldetonatoren nehmen, wenn da so viele Gegner vorne auf einmal stehen. So viele Einheiten haben wir diesmal auch nicht.
Aber mit der Mission werde ich bestimmt mindestens einmal failen. Das ist nämlich auch eine von diesen Missionen, die nicht so leicht waren. Oder fand ich damals zumindest nicht besonders leicht. Als würde ich euch überlassen. Wer bin ich denn? Also bitte. Guck mal, da hängen lauter Blaster an der Wand und die benutzen nur ganz normale Pistolen, die Gegner. Ne, das ist Logik. Das ist gute Logik. Zack. Na, kommt jetzt einer durch die Tür. Das ist ja nicht mal perfektes Timing. Ja, ja, Scharfschützen, ne? Sie haben Scharfschützen im Schiff. Lord Vader. Dies ist inakzeptabel. Begeben Sie sich zum Technikraum. Ja, komm her. Wir haben jetzt hier diesen coolen Würgegriff, so. Und dich da vorne, dich will ich auch würgen. Genau dich. Dann dich da, sagte ich. Ich habe keine Macht mehr. Deswegen klappt das gerade nicht. Wir müssen die Sicherheitsterminals auf der Brücke ausschalten, bevor wir Zutritt zum Rest des Schiffes haben. Ja, das schaffen wir. Es ist immer so lustig, ne? In solchen Spielen. Du musst nur die Terminals kaputt machen, dadurch wird nichts weiteres beschädigt, aber dadurch öffnet sich der Bereich, der eigentlich beschützt werden soll, ne? Theoretisch gesehen, wenn die Terminals ausfallen, müsste es eigentlich so sein, dass gar nichts mehr funktioniert. Dass man überhaupt nicht mehr hinkommt, weil. Ach so, warum sollten wir die Dinger dann hacken? Wir zerstören sie einfach und dann können wir in diese Bereiche reingehen. Aha. Good job, Sicherheitsterminals. Wirklich gute Arbeit. Stimmt dies und das. Niemand stellt sich gegen die Macht von Vader. Wir brauchen die Zugangscodes für das Schiff, um zu den Rettungskapseln zu gelangen. Du auch nicht. Die Macht ist gerade schwach in mir. Ich will. Ah, ich habe den Falschen gewirkt. Und gut, dann schubst halt du erst da hinten. Zirk. Und Lord Vader, ne? Dafür, dass er nur gehen kann, wenn er dann sprintet, ist er so dermaßen schnell. Das ist ein krasser Unterschied. Er ist genauso schnell wie andere Jedis im Sprinten, aber es wirkt einfach so krass schnell. Deaktivieren Sie die Turbine, damit wir zum Terminal können. Erstmal muss ich da irgendwie hochkommen. Lord Vader kann nämlich fliegen. Der kann im Achtsprung. Perfekte Ausführung. Anstatt mit der Rakete auf mich zu schießen. Nee. Zugangscode zum Tech-Raum-Terminal. Niemand hält einen Vader auf. Ich bin Lord Vader. Das ist auch so ein kleines Zitat. Kann ich bitte drüber springen? Ich kann keinen Doppelsprung machen, wenn ich das Ding trage. Zitat aus einer Parodie von Star Wars. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher das war. Ja, können wir halt durch diese Tür. Das sind unsere Truppen. Wir fliegen über den Boden an allen Gegnern vorbei. Warum auch nicht? Gute Arbeit. Jagen wir jetzt diese Rebellen aus den Fluchtkapselbereichen und sichern den Rest des Schiffes. Nehmen wir Prinzessin Leia gefangen, bevor sie flüchten kann. Oder wo muss ich hin? Ich habe mir das Ziel eben gerade nicht durchgelesen. Au! So muss er das machen, mit einer Rakete auf eine Jedi. Richtig. Aber dafür wirst du jetzt trotzdem sterben, weil du mich gerade getötet hast. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich muss Prinzessin Leia gefangen nehmen, glaube ich. Blast auf Betäubung stellen und so. Wenn ich jetzt wüsste, wo der Gefangenentrakt war. Der Gefangenentrakt ist wo? Moment, ich halte mal ein bisschen die Karte auf und versuche so ein bisschen ohne Warnkreuz zu schießen. Ah, ich glaube, das hier ist der Gefangenentrakt. Er läuft an mir vorbei. Damit kein Problem. Huch. Nein, aber nicht hinter mir spawnen. Das mag ich gar nicht. Da bin ich kein Fan von. Guck mal, da hinten ist Leia. Schießt auf sie. Oh Gott. Wie viele sind da? Ja, ich bin tot. Du musst nicht auf mich schießen. Du musst dich nicht wie ein kleines Kind benehmen und immer noch weiter auf mich drauf schießen. Ich habe auch Gefühle. Ich dachte, das machen wirklich nur kleine Kinder in Spielen, auf die Leiche noch weiter drauf schießen. Aber anscheinend machen das KIs auch ganz gerne. Vielleicht sind ja kleine Kinder eine Art von KI. Der Tag gehört uns. Gut gemacht, Männer. Ja. Und dafür, dass wir fürs erste Level so viel Zeit gebraucht haben, haben wir das relativ schnell gerade geschafft und sind noch in unserem 20-Minuten-Rahmen geblieben. Ausgezeichnet. Nachdem perfekt. Lord Vader Prinzessin Leia in Gewahrsam genommen hatte, dachten wir, mit der Zeit würde sie die Pläne ausrücken.
Viele von uns waren schon unfreiwillig Zeugen von Vaders Überredungskünsten geworden. Dass eine verwöhnte kleine Prinzessin seinem schrecklichen Willen widerstand, war unfassbar. Unbelievable. Jo, ne? Oh, wir haben wieder ein paar Auszeichnungen gekriegt, aber Statistiken und so muss ich mir eigentlich nicht immer angucken. Naja, machen wir mal fertig, würde ich sagen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von mir, eurem Punkt. Tschüss.